Guten Morgen aus Mallorca. Heute habe ich mal einen kurzen Test für euch. Und zwar geht es hier um diesen Renault Captur, der ja hier als Mietwagen von mir gemietet worden ist, wo ich jetzt einfach mal nach einer Woche und ca. 500 Kilometer Fahrleistung mein kurzes Fazit dazu ziehen kann. Also optisch finde ich, es ist ein super schönes Auto geworden. Erinnert mich so ein bisschen durch diese zwei Farben an den Opel Adam. Aber was wirklich schön an dem Fahrzeug ist, ist einfach diese Kanten, und er ist meiner Meinung nach von allen Seiten wirklich, wirklich gut gelungen. Das ist der erste äußerliche Eindruck, den ich auch sofort hatte, als ich den Mietwagen bekommen hatte. Gucken wir uns einfach mal an, die ganze Front. Die kleinen Chrom-Applikationen machen es dann wirklich aus. Es wirkt dann deutlich edler als manch anderes Auto. So, das sollte der Eindruck von außen gewesen sein. Wie gesagt, ich finde halt wirklich schön diese, ja, dass alles so ein bisschen geschwungen ist und trotzdem teilweise auch manche Ecken eingebaut worden sind, macht sowas einfach Modernes. Das heißt, so eine Mischung aus einem, ich sag mal, von deutschen Fahrzeugen, vielleicht aus einem VW und einem Opel. Also das ist so teils, weil Opel ist ja eher so ein bisschen verspielter. VW hat dann mehr oder weniger jetzt die Kanten eingebaut, wie auch vor allem so bei den Seat-Modellen. Ja, aber schauen wir uns einfach mal das Fahrzeug an. Wie gesagt, ich bin jetzt knapp 500 Kilometer gefahren. Von innen haben wir natürlich, wie das oft von Franzosen gewohnt ist, in der normalen Ausstattung zumindest, dass halt einfach viel Plastik ist. Da frage ich mich immer bei den Herstellern, ob man nicht einfach ein paar Cent mehr ausgibt. Ob das Auto jetzt 500 Euro mehr kostet oder nicht. Ich glaube, das wird die wenigsten stören, wenn das Auto wirklich noch von innen einen super Eindruck hat. Also wie gesagt, von außen super schön, von innen viel Plastik, okay. Ich bin ja 500 Kilometer mit gefahren, kann aber sagen, dass er von innen, obwohl er viel Plastik hat, wirklich ruhig fährt, obwohl es auch hier ein Diesel ist. Und man öfter mal hier, gerade auf Mallorca, in den Gebirgen unterwegs ist, wenn man Richtung Strand möchte und so weiter. Also da fährt er wirklich super, von der Federung auch absolut top. Also da kann man überhaupt nicht meckern. Man merkt wirklich nahezu nichts. Wir sind hier zu dritt im Fahrzeug gefahren und er fährt absolut ruhig. Also wie gesagt, selbst auf irgendwelchen, wie man es auch hier sieht, auf irgendwelchen Schotterpisten, wo wirklich tiefe Schlaglöcher sind und so weiter, hat er das alles super gemeistert. Platzangebot ist auch mehr als genügend, wenn man hinten mal reingeht. Wir haben jetzt einen Sitz umgeklappt, damit man auch die Luftmatratze hineinbekommen kann und so weiter. Es ist, wie gesagt, super geräumig. Also ich kann mich hier hinsetzen ohne Probleme mit meinen 1,86 Meter hinten. Ich habe noch absolut genügend Beinfreiheit, obwohl meine Frau wirklich weit hinten sitzt. Das ist wirklich noch mehr als ausreichend. Wie gesagt, das ist alles eben Plastik. Kennt man vielleicht, wenn man jetzt ein VW fährt, nicht unbedingt. Aber jemand, der ja irgendwie ein Japaner, Koreaner fährt, da ist es meistens üblich. Gut, andererseits kann man natürlich auch sagen, es ist einfach zu pflegen, sauber zu machen. Das ist einfach ein Geschmacksstil. Kann jeder für sich selber dann deuten. Schauen wir uns das einfach mal an. Er ist auch von innen relativ schön gemacht. Was mir allerdings nicht so ganz gefällt, ist das Multimedia-System, beziehungsweise das Navigationssystem. Es ist absolut okay, wenn man sich daran gewöhnt hat, wenn man jetzt irgendwie zu Hause ein anderes Navigationssystem hat, ist es vielleicht ein bisschen ungewohnt auf den ersten Blick. Aber ansonsten ist es okay. Ich finde halt, schöner wäre es, wenn es ein paar mehr Knöpfe sind, als zu wenig. Hier ist es wirklich nur lauter, leiser und im Endeffekt gibt es eigentlich nichts. Nochmal hier. Ja, dann öffnet sich hier diese Anzeige für das Multimedia-System. Ich hoffe, dass man erkennt das wegen der Sonne jetzt vor allem. Genau, wenn man hier auf Navigationssystem schaltet. Gibt es erstmal so eine Meldung. Weiß nicht, ob man die vielleicht ausschalten könnte, weil das nervt dann auf Dauer, wenn man das Navigationssystem einschaltet. Und ansonsten, ja, ich sag mal, das ist wirklich eher, ich glaube, Renault verbaut auch mittlerweile TomTom-Navis. Das heißt, ihr seid hier eigentlich, sag ich mal, für die meisten wahrscheinlich mit einer gewohnten Oberfläche vertraut. Und ja, genau, soweit ist es eigentlich soweit okay. Wenn man jetzt hier auf den Favoriten klickt, wird es angezeigt. Man klickt auf OK. Routenberechnung erfolgt eigentlich wie bei einem normalen mobilen Navigationssystem auch. Eventuell sind halt, wie gesagt, die fest verbauten schneller, aber ist es absolut okay. Die Sprachansagen sind deutlich,
schalten das Radio leise oder die Musik, die im Hintergrund läuft, wenn eine Ansage kommt. Also ist wirklich vernünftig. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich soweit das. Zum Multifunktionsdisplay gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, dass es eigentlich keins gibt. Ich hoffe, man kann es nicht machen. Jedes Mal auf der anderen Seite. Handschuhfach können wir auch nochmal öffnen. Ich muss gerade mal gucken, wo das gewesen ist. Genau, das ist irgendwie hier sowas gewesen. Genau, es ist so ein bisschen special. Ist schön, weil ja im Endeffekt auch nichts rausfällt. Wirklich schön gehalten. Ist halt ein bisschen ungewohnt. Also sowas kenne ich jetzt selber noch nicht, dass es wie eine Schublade funktioniert und nicht wie ein Fach, was man aufklappen kann. Was mir fehlt, wo wir vor allem hier auf Mallorca sind oder im Süden, dass man, wenn man es von VW gewohnt ist, dass wenn man die Türöffnung betätigt von der Fernbedienung aus und länger drauf drückt, dass alle Scheiben sich öffnen. Gerade wenn das Auto die ganze Zeit in der Sonne gestanden hatte, muss man nicht extra ins Auto einsteigen und alle Fenster irgendwie öffnen. Vor allem Problem ist, wenn das Auto nicht gestartet ist, man sieht es, es passiert ja auch einfach gar nichts. Das heißt, man muss wirklich erst den Motor über den Stopp-Knopf starten. Vorher passiert hier auch nichts. Also das ist wirklich eher blöd gelöst. Aber das ist vielleicht auch einfach nur Gewohnheit, weil man den Luxus dann ein bisschen schätzt. Das Problem für mich, was ich hier habe bei dem Fahrzeug, ist eigentlich der Schlüssel, nicht mal das Fahrzeug. Das Fahrzeug kann man wirklich ohne Probleme weiterempfehlen. Es sieht wirklich schön aus. Erinnert mich so ein bisschen an Hyundai iX35. Wobei der für mich noch ein bisschen sportlicher wird, gerade mit dieser Zwei-Farben-Lackierung, was wirklich cool aussieht. Also wenn er jetzt im Vergleich zu anderen Fahrzeugen da irgendwo steht am Parkplatz, sieht er schon wirklich sehr auffallend aus und auch wirklich sehr markant. Das ist ein kleiner SUV, wie gesagt, ich bin 1,85 Meter groß und wenn ich mich hier hinstelle, geht meine Schulter noch nicht mal bis zum Dach. Das heißt, der ist ungefähr, ich würde mal sagen, so knapp 1,75 in der Höhe. Nö, das ist wirklich absolut okay. Reifen sind auch vernünftig, sehen vor allem wirklich schön aus, sportlich, wie es eben für so einen kleinen SUV oder so ein City-SUV auch passt. Wie gesagt, jetzt kommen wir mal zum Schlüssel und der gefällt mir überhaupt nicht. Also wenn man sich über so einen Schlüssel kommt, ich zeige das einfach mal hier. Ich weiß nicht, ob das bei allen Modellen der gleiche Schlüssel ist. Klar, man hat noch einen Start-Stopp-Knopf, das heißt, man ist in der Nähe des Fahrzeugs oder sitzt eben drin, drückt man nur auf den Knopf und muss nichts mehr machen. Man muss ihn nicht irgendwo reinschieben, diese Karte hier oder sonst was. Aber ganz ehrlich, wenn man das gewohnt ist, einen normalen Schlüssel zu haben, gerade wenn man es am Schlüsselbund hat, so einen Schlüssel dann zu haben, ist einfach sehr unpraktisch. Den könnte man vielleicht ins Portemonnaie stecken, aber am Schlüsselbund ist es absolut, ja, für mich ein No-Go. Gut, ich weiß nicht, ob das bei Renault so der Fall ist. Ich bin jetzt selten in Renault gefahren oder vor allem keine neuen Modelle. Genau, das ist das, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Ansonsten, Kofferraum haben wir hier offen. Also mehr als ausreichend und vor allem auch schön hoch. Also man sieht hier die Klappe, geht absolut top hoch. Ich kann ohne Probleme hier drunter durchlaufen, stoß mich nicht an, was wirklich schön gemacht ist. Die Sitze lassen sich halt in zwei Lagen hier umklappen. Einmal der 2er und einmal der Einzelsitz. Dann können wir mal durchschauen, ob hier noch was ist. Hier ist nochmal, sehe ich gerade, so ein doppelter Ladeboden, was auch super schön gemacht ist. Wie gesagt, wichtigste ist ja das Fahrverhalten. Da kann ich das Auto, bin den jetzt gefahren mit einer Dieselversion. Ich glaube, der hat 110 PS oder 105. Und der ist wirklich einwandfrei gefahren. Also vom Verbrauch her knapp 500 Kilometer gefahren. Ich hatte einen Verbrauch von, obwohl ja hier wie gesagt sehr viele Berge und Hügel sind und auch gerade so steilere Straßen, die dann zum Stand führen, hatte ich einen Verbrauch von 5,5 Litern gehabt in dem Zeitraum. Was absolut top ist. Also deshalb ist auch die Überlegung bei einem Mietwagen, wenn ihr im Urlaub seid, vielleicht dann doch lieber einen Diesel, der ein paar Euro mehr kostet, aber dafür habt ihr einfach weniger Spritverbrauch und vor allem mehr Power bei niedrigen Drehzahlen. Genau, das ist das soweit. Wenn ihr Fragen haben solltet, schreibt mich einfach an. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr ein positives Feedback hinterlassen könntet. Das wäre es dann für das Video hier. Dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Und zum nächsten Fahrzeug. Ciao.